Jetzt ist noch eine zweite da, ich fasse es nicht. Ja, Moment, Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir haben es jetzt schon mit dem Zweibrandbestien zu tun und was willst du überhaupt? Nein, baller mich doch nicht an. Mann, das war so schön. Ist egal, ich mach den trotzdem fertig. Ja, ist egal. Der backt fest. Der gehört mir. Und dann bist du dran. So, der ist gleich hinüber. Der erste. Vor allem, wisst ihr, ich habe gerade Schleichschaden gemacht. Und dann kam der zweite. Ist mir egal, was der jetzt hier macht. Soll er mich ein bisschen anpusten? Ich hole mir jetzt die Leiche. Metallrüstung. Na gut, jetzt. Nö, ich mach die jetzt alle fertig. Das ist mir scheißegal. Ich lass doch nicht so mit mir umspringen. Ist der jetzt abgehauen? Saft? Wenn ich ihm rein theoretisch. Solange er nicht weiß, wo ich bin. Mit der Waffe eins reinwürgen. Er ist aber weg. Er ist aber weg. Leute, ey. Puh. Stress. Oh. Zum Kotzen. Was für das Ding? Oh. Endlich Ruhe. Oh, ich hatte gerade 40 Minuten lang puren Stress. Jetzt ist es endlich vorbei. Der schwirrt immer noch über mich herum. Zumindest haben wir eine gebrannt, bis sie fertig gemacht und wir haben auch Kleidung bekommen. Leider Kleidung, keine Waffe. Metallrüstung. Stufe 40. Rüstungswert ist schon nicht schlecht, aber... Behalt lieber meine Power-Rüstung. So, was haben wir denn hier? Wer weiß, ich habe doch die Tür aufgeschlossen. Was stimmt mit dir nicht? Passwort 01, Fehler 01. Passwort zur Kommandozentrale erforderlich. Falls Sie nach den normalen Öffnungszeiten Zugang zur Kommandozentrale benötigen, lassen Sie sich bitte das Passwort des Tages vom Quartiermeister im sicheren Lager geben. So sicher scheint das Lager nicht zu sein. Okay, was haben wir denn hier so Schönes? Ein Brustkorb, ja! Lagern wir mal einen Brustkorb. Den werde ich jetzt wieder brauchen. Und wo ist der denn hier? Nachricht an Marge 1. Marge, ich mache weiter mit diesen Aufnahmen. Hoffentlich schaffe ich es eines Tages nach Hause. Ich bin außerhalb von Grafton diesen Typen von der stählernen Bruderschaft begegnet. Ich hatte gehört, dass es so eine Art verrückter Soldatenkult sei. Als ich sie in Aktion sah, hat mich das an meine Einheit erinnert, wie wir Angst und Schrecken verbreiteten. Die Raider hatten keine Chance. Einer von ihnen... Ritter Moreno bemerkte mich. Er unterhielt sich mit mir. Netter Typ. Überhaupt nicht so, wie ich gedacht hatte. Ich erwähnte, dass ich in Anchorage gedient hatte. Und da meinte er, sie könnten mich hier gebrauchen. Marge, es tut mir leid. Seit die Bomben fielen, habe ich etwa 400 Meilen zurückgelegt. Bei dem Tempo könnte Texas genauso gut auf dem Mond liegen. Ich brauche eine Einheit, einen Ort, an den ich gehöre. Die Bruderschaft könnte dieser Ort sein. Anchorage. Aber bestimmt der Typ, den wir selbst gespielt haben in Anchorage. So, essen wir jetzt erstmal was. Ich habe irgendwie das Gefühl, Brennpestchen Lunge. Ist es heller geworden, Spiel? Wesentlich heller? Ich weiß nicht, es blendet alles so krass. Schon seit ich angefangen habe, die Folge aufzunehmen. Alles hier so hell und es blendet und bäh.
Irgendwie habe ich Störgeräusche auch in meiner Rüstung. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll hier. Marge, es sind ein paar Wochen vergangen. Ich habe gut gegessen, geduscht, es gibt funktionierendes Licht. Camp Venture wird mit Strom versorgt, richtigem Strom. Ich fühle mich fast wie ein Mensch, während da nicht der leitende Ritter und die Ausbildung. Die Grundausbildung damals war einfach. Ich weiß, ich bin nicht der Härteste, aber... Wilson ist ein Army Ranger, oder zumindest war er das. Die Übungen, die er uns machen lässt, sind verdammt schwer. Aber all die Anstrengung war das Gefühl wert, als ich wieder in eine 51B steigen konnte. Sollen die sich Ritter, Paladin oder großer Kiese des Römischen Reiches nennen? Mir ist das egal. Hauptsache, ich darf meine Power-Rüstung behalten. Sie hetzen durch das Training. Eine große Schlacht gegen die Supermutanten steht bevor. Gut. Dann kann ich endlich Dampf ablassen. Wo kann ich das machen? Gras ausblenden, Fadenkreuz. Kann ich irgendwie ein bisschen dunkler machen? Habe ich das jetzt gefixt? Dadurch, dass ich einmal kurz in den Optionen war? Oder ist das immer noch so grell? Nein, verzieh dich da hinten. Okay, wir müssen einmal kurz nach Hause. Oh, Leute, ey. Was war das für eine Nummer? Echt. Ja, wann habe ich es geschafft, meine Dietrich hier rauszunehmen? Keine Ahnung. Ich hoffe auch, dass die letzte Folge nicht ganz so nervig war. Ich habe ja nur rumgeschrien, ich war nur im Stress. Schön ist was anderes. Na gut, holen wir unsere Dietrich hier und dann gehen wir zurück. Ich hoffe, jetzt habe ich das Problem gefixt, dadurch, dass ich kurz in den Optionen war. Hat sich ja plötzlich alles dunkler gemacht. Nee, ist immer noch so krass hell, oder? Nee. Ich glaube, dieser Effekt, wenn man aus einem Gebäude kommt, dieser grelle Effekt, der hat sich halt nicht aufgehoben. Was zum ist das? Das Geräusch kommt von der Baggerrüstung. Warum kommt das Geräusch von der Bagger? Von meinem Hammer. Es ist mein Hammer. Ich dachte, was war das denn für ein riesiges Ding? Okay. So. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht ernst sein, oder? Ist das das Update vielleicht? Beleuchtungsqualität niedrig. Okay, ich werde es auf jeden Fall erstmal bei dieser Folge belassen und hoffen, dass das gefixt wird in den nächsten Tagen. Dass das nicht mehr ganz so nervig ist. So, ich möchte gerne, ach, wir haben ja die Morschatzkarte, gucken wir uns gleich mal an. Diverses, ne, ja, da muss doch, nicht das, das. Da, man geht raus und dieser Blendeffekt bleibt. Pass auf, wie sich das verändert, wenn ich in die Einstellung gehe. Einstellungen. Anzeige. Irgendwie gleich geblieben. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Reisen wir weiter.
Ich muss mir das gleich nochmal im Video angucken. So. Camp Ventura, nochmal 45 Kronkorken. Ja, das ist doch gut. Da freut sich unser Charakter richtig. Ich vergleiche das echt mal mit den letzten Folgen. Ich weiß nicht, vielleicht sind meine Augen sensibler geworden oder Gott weiß, was hier passiert ist. Es kann nur das Update sein. Das wirkt halt komplett, ja, unnatürlich, dieses Grelle. Oder vielleicht bin ich blind geworden, ich weiß es nicht. Ja, ich habe mir jetzt so eine Stecker organisiert. Für die Ohren. Ich bin gespannt. Sollen ja irgendwie nur 3 Stunden halten. Es ist alles so grell. Weiß nicht. Vielleicht muss man sich einfach dran gewöhnen. Aber ich weiß nicht. Es verliert einfach an Atmosphäre, wenn alles so überbelichtet ist. Es ist einfach überbelichtet. Da, guckt euch das an. Das ist eine Überbelichtung. Das kannst du mir doch nicht erzählen. So, endlich hier drin. Was, wenn ich mein eigenes Licht anmache? Ne, mein eigenes Licht geht. Seltsamerweise. Ihr wollt das... Nein. Das ist doch Verarsche, oder? Lagerraumbericht. An die ganzen Veränderungen werde ich mich erst noch gewöhnen müssen, aber ich dachte mir, dass sie dieses Update interessieren würde. Wenn früher Shams zur Steigerung der Kampfleistung freigegeben wurden, betrug die Nutzungsquote fast 100%. Heute werden sie in 50% der Fällen oder noch häufiger nach dem Einsatz wieder zurückgegeben. Aber da sind auch andere Sachen. Man hört heute mehr Gelächter. Manchmal lachen die Leute über die neuen Regeln, aber prinzipiell scheinen sie einfach glücklicher zu sein. Ich glaube, das liegt daran, dass sie ein Ziel haben. Wir wissen, dass es einen Plan und eine Marschrichtung gibt. Und De Silva liebt vermutlich einfach nur ihren neuen Aufnäher. Jetzt können sie auch nicht mehr behaupten, ich hätte nie gute Neuigkeiten, Paladin. Die Bruderschaft hat mal Champs genommen? Echt? Was für Lappen. Ja, gut, ja. Was soll die Scheiße jetzt? Nur Schlüssel zum sicheren Lager kann das Schloss öffnen. Ja, danke dafür. Aber ich soll doch hier erstmal einen Schlüssel holen. Und hier ist alles so grell, dass ich hier nichts sehen kann. Ach, der hängt hier. Nee, Richtlinien. Wegen der Reduktion des Personals sollte der Zugang zum sicheren Lager nur in Notfällen außerhalb der normalen Zeiten gestattet werden. Falls Sie nach 21 Uhr Zugang zum Lager benötigen, suchen Sie den Quartiermeister in seiner Schlafkabine auf. Nochmal, nur in Notfällen. Oh meine Güte, dann gehe ich da halt hin. Was ist das für eine Schnitzeljagd? Was soll denn der Mist? Übertrieben. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder rein. Hol mir da den Schlüssel. Geh ins sichere Lager zurück. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Sag mal. Okay. Hätte ich noch nicht genug geknackt, ne? Okay, hören wir uns das mal an. Appalachia ist online, Captain. Ich weiß, dass die meisten von euch Amerika lieben. Das gute, alte Heimatland. Aber diejenigen unter uns, die in Mariposa dienten, wissen mehr. Amerika hat versagt. Das liegt nicht an den Bürgern, die trotz der bitteren Umstände eines endlosen Krieges ein aufrichtiges Leben führten. Und ganz bestimmt nicht an den Männern und Frauen, die für unser Land kämpften. Möge Gott sie segnen. Nein, es ist die Regierung, die versagt hat. Die Senatoren, Generäle, Präsidenten. All diese Bastarde!
Ihre Fehler haben fast die gesamte Menschheit ausgelöscht. Doch wenn ich mich hier umsehe, sehe ich Überlebende. Leute, die zu stur und zu starrisch sind, um zu sterben. Wir haben gekämpft und gelitten. Ja, scheint so, dass der richtig gelitten hat, der Typ. Aber ich wollte meine Rakete wegwerfen. Meine drei Raketen. So, was haben wir denn hier? Kommandozentralen Passwort. I4X, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, PXOGG, Unterstrich, Unterstrich, 3, Hashtag. Wer soll sich sowas auch merken können? Okay, lass uns das Ding holen und einfach hier verschwinden. Ich guck mal auf meine Aufnahme. Ich glaube, in der Aufnahme ist es wesentlich besser. Einfach, ja. Einfach, weil hier die Aufnahme immer recht dunkel ist. Aber trotzdem ist das... Was sagt ihr dazu, Leute? Habt ihr das Gefühl, dass das Ganze irgendwo ein bisschen überbelichtet ist? Oder bin ich unterbelichtet? Eins von beiden. Ich finde ja nicht mal die Quest. So. Tür aufschließen. Passwort korrekt. Tür aufschließen. So, wir haben hier ein Terminal. Du kannst das. Hauptsache ich kann knacken, oder? Warte. Achso, weil ja, da muss man sich hinsetzen. Deswegen wollte ich gerade sagen, aber war ich nicht gerade am Terminal dran? Raider Power Helm, nö, den lasse ich mal hier. Aufseher-Logbuch, Camp Ventura. Ist das meine Truhe? Nein. Aufseher-Logbuch, Camp Venture. Wer war diese stählerne Bruderschaft? Überlebenskünstler? Ehemalige Soldaten? Sie haben ihr Training und ihre Rufzeichen ernst genommen. So viel steht fest. Organisiert, effizient, mit Zugang zu Ausrüstung. Man würde meinen, dass sie in West Virginia mittlerweile das Sagen hätten. Aber sie sind fort. Wenn sie sich an die militärische Vorgehensweise halten, haben sie irgendwo ein befestigtes Hauptquartier. Und einen Anführer. Jemanden, der wusste, was sie vorhatten. Tja, das war wahrscheinlich, wie hieß der Max? Irgendwas? Weiß ich schon nicht mehr. So, Archiv, Liste für März, aha, gut, Zeitplan, Woche 1, aha, okay, ja, mache ich auch jeden Tag. Das mache ich alles an einem Tag und die machen das in 4 Wochen, was ist denn los mit denen? Persönliche Notizen, Gruppenbewertung. Die nächste Gruppe, die ich mir vornehme, besteht hauptsächlich aus Mitgliedern der Freien Staaten und ein paar Versprengten. Wird Zeit, diese Jungspunde in Form zu bringen. Vielleicht lassen sich die wenigen, die noch nicht wissen, was Sache ist, sogar für unsere Sache gewinnen. Relay meinte, dass ich mein Bestes geben soll, aber gerne. Die Grünstäbe werden in meinem Lager keine Gnade finden. Ella Ames. Normalerweise merke ich nichts zu einzelnen Auszubildenden an, aber diese Ella Ames ist wirklich was Besonderes. Sie hat angeblich Medizin an der VTU studiert und zudem ein beeindruckendes Wissen über die Flora und Fauna von Appalachia. Sie kann mit Feuerwaffen umgehen, ein Reh ausnehmen und hat sogar ein paar Wrestling-Griffe drauf. Wenn alles so läuft, wie Relay es vorgesehen hat, wird Ellas Bunker mein erster Anlaufpunkt sein, falls in meinem etwas schief gehen sollte. Ich würde mir sogar irgendeine Ausrede einfallen lassen, nur um mich mit ihr und ihrer Familie einzusperren, wenn das ihre Vorratsplanung nicht durcheinander bringen würde. Ich überlege, ob ich den Trainingslagern einen Kurs in Bunkerbau geben soll. Es schadet sicher nicht, wenn die Grünschnäbel eine Ahnung haben, wie so ein Ding letztendlich aussieht. Ich könnte ihnen meinen zeigen, aber ich will seine Position nicht verraten. Angeblich hatten manche Freistaatler Probleme mit Ortsansässigen, die ihre Bunker sabotiert haben. Bei meinem Glück gehen die auch auf mich los und dann landen ein paar von denen im Krankenhaus. Und das will ja niemand.
Ja, wie finde ich jetzt Fort Defiance? Brief an Tommy. Tommy, Ritter Wilson sagt, es geht morgen schon los. Fort Defiance braucht anscheinend sofort Männer. Ich weiß, du bist nicht mit meiner Entscheidung einverstanden, hierher zu kommen, aber was die Bruderschaft betrifft, sind alle im Irrtum. Hier im Sumpf gibt es eine Armee aus Verbrannten. Es sind keine Lügen. Ich habe die Brandbestie mit eigenen Augen gesehen. Ja, ich auch. Du solltest auch kommen, wir brauchen dich. Ich kann kaum schlafen, seit ich weiß, dass es bald losgeht. Die Ausbildung ist eine Sache, aber in ein paar Tagen werden wir bald wirklich kämpfen. Irgendwie scheint es mir logisch, dass Defiance die alte Allegheny-Anstalt ist. Okay, es ist nur irgendeine Anstalt. Man muss ja schließlich verrückt sein, freiwillig dorthin zu gehen. Ich weiß, dass dir das nicht so viel bedeutet, Tommy, aber Ad Victoriam, um unser aller Willen Ad Victoriam. B. Okay. Dann ist der nächste Stop die Irrenanstalt. Da unten. Ja, zum Glück war ich da schon in der Nähe. Von daher, easy going. Gehen wir in die Irrenanstalt. Und weg von diesem Ort mit den ganzen Brandbestienviechern. Nerviges Gedöns. So, einmal darunter bitte. Ja, danke. Okay, wir müssen da hinten hin. Wir ignorieren einfach das Piepen. Das kann uns momentan sowieso Schnuppe sein. Früher oder später werden wir es wahrscheinlich suchen müssen. Würde ich jetzt. War da gerade ein Schatten über mir? Du bist's. Kann ich den abballern? Easy? Das ist die Frage. Was geht denn da ab? Der Luftballons? Okay, das Transportviech ist schon weg. Nein, ich sehe es wieder. Es verarscht mich. Dann halt so. Ich muss kurz was trinken, ja? Warte kurz. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben der hat. Nicht mehr allzu viel. Aber er qualmt schon. Bin ich der Einzige, glaube ich, der drauf zielt, oder? Kann das sein? Ja, komm, stürz ab. Nur mir den gefallen. Ah, der hat noch so viel Leben. Was? Okay, pass auf. Dann probieren wir die Taktik hier. Okay, der krasse Shit ist das jetzt nicht. Ich glaube, da kann ich auch direkt den hier nehmen. Gut, dass er gerade ein bisschen langsam aufgibt, das gefällt mir. Ich will ihn haben, auch wenn ich weiß, dass da nur diese komischen Kurven drin sind. Wird auch was anderes noch drin sein für mich. Der bleibt stehen. Ich glaube, der hat keine Energie mehr. Okay, dann können wir jetzt hinlaufen.
Leg dich weg, mein Kleiner. Okay, der ist gleich hinüber, Leute. Nice. Aber ich war offensichtlich nicht der Einzige, der drauf geschossen hat. Und ich komme hier nicht vorbei. Geil. Ja. Da ist der andere. Verdammt. Nicht autorisierter Zugriff auf gesicherten Transportcontainer. Starte Selbstzerstörungscountdown im Rahmen des Dropkick-Protokolls. Detonation in 5 Minuten. Ach, 5 Minuten. Ah, gut. Bin schon weggelaufen. Ja, ich war nicht der Einzige. Aber ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil ich einfach alles gekrallt habe. Aber wir haben höchstwahrscheinlich nichts Gutes bekommen. Also sah nicht so aus. Nö. Keine Waffe, kein gar nichts. Schade. Hallo, Games-Troll. So, und wir begeben uns jetzt da hinten in die Richtung. Vor allem, ich habe ja den ganzen Schaden gemacht. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber er hat zwar geschossen, aber davon habe ich nichts mitbekommen. Aber wir wollten zu den Luftballons nochmal kurz gehen, ne? Die Luftballons, das war irgendwas mit dem neuen DLC, was jetzt rausgekommen ist. Achtung Bürger, für Watoga gilt der Ausnahmezustand und es wurde eine Evakuierung angeordnet. Versuchen Sie nicht, die Stadt zu betreten. Und falls Sie noch hier sind, dann verschwinden Sie um Gottes Willen. Wenn Sie zum Militär gehören oder Robotikingenieur sind, begeben Sie sich wenn möglich zum Büro des Bürgermeisters im Stadthaus. Erreiche das Büro des Bürgermeisters. Okay, dann ist hier wirklich DLC am Start. Ja, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und das mit dem Lichtverhältnis hat sich geklärt, ne? Also einigermaßen. Hau rein, euer Zero. Tschüss.